Was up, Leute? Hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Super Smash Bros. Brawl, der Subrom-Emissär. Im letzten Part haben wir die Ruinen gemacht mit der geilen Melodie, aber ein Level, was ich im Grunde nicht mochte. In diesem Level wird es zur Sache gehen mit einem anderen Level, nämlich die Wildnis. Ihr seht schon eine Wüste, ihr wisst, wen wir da spielen. Stimmt der Neue in der Gruppe ausgerechnet vor? Ich mach mal diese Reihenfolge. Okay. Ah, stirb, Renit. Ah. Schade, ich hätte dich gern gekontert. Ah. Den hast du verdient. Erstmal so tun, als wäre ich Link hier. Oh, ich wollte schon sagen, mich von dem treffen zu lassen, das wäre doch wirklich eine Schande. Von dem ist wiederum okay. Ups. Na komm schon. Hör schon auf damit. Keine Schießerei im Wilden Westen erlaubt. Okay, runter wollen wir also. Scrolling! Was? Scrolling! Ah! Achtung! Verdammt! Diese verdammten Plattformen dann. Na gut, jetzt bin ich dafür in meinem Element. Da machen mir auch die Plattformen nichts mehr aus. Ah! Okay, sollte man meinen, es sei denn, sie heben mich natürlich hoch, aber runterfliegen ist von denen mit Beta Knight aus eine leichte Sache. Gut. Wieder einer weniger. Passt bloß auf, ich töte euch alle. Ihr werdet meine Opfer werden. Komm schon. Lass mich bloß in Ruhe. Okay. Trophäe. Eine weitere Trophäe. Das ist sogar der Reiter aus Twilight Princess. Also der Moblin-Reiter. Oder wie soll man ihn nennen? Naja, Moblin-König kann man ihn ja eher nicht nennen. Es ist ja bloß eine Art Kommandant. Es ist ein Kommandant. Ich glaube, ich lasse die mal in Ruhe. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich finde es geil, mit Meta Knight zu kämpfen. Sein Kampfstil beeindruckt mich einfach. Selbst wenn er irgendwie zurückfliegt und er macht mir irgendeine B-Attacke, um einen in die andere Richtung zu lenken, das sieht dann einfach irgendwie immer stylisch aus. Trace aus Metroid Prime Hunters. Hauptsache, ich war währenddessen gelähmt. Und genau in der Schussbahn von so einem Ding. Ich hatte einen Schildbrecher, kann das sein? Das würde es jedenfalls erklären. Stirb. Genau so ist es recht. Hört bloß auf damit. Die wollen mich schon wieder hochlevitieren, diese fliegenden Teppichdinger. Erinnere mich jedenfalls ein bisschen an fliegende Teppiche. Nicht vom Aussehen her, sondern von der Art, wie sie fliegen. Okay. Das hätte auch leicht ein Schildbrecher sein können. Komm schon. Schade. Den kann ich nicht weiter schaden, so auf diese Weise. Aber diese Attacke reicht aus, um den sofort mit einem Schlag zu besiegen. Und ich kriege eine Maxi-Tomate hinterher. Erstmal steuern. Okay. Geht's da unten irgendwo hin? Nö, offenbar nicht.
Demnach also weg dort. Und durch die Tür. Okay, weiter geht's in der Wüste. Was, ob ich das zulasse? Diesen Schlag kann man ja auf zwei Arten ausführen. Naja. Man kann dann nämlich entweder auftauchen und nichts machen oder auftauchen und schlagen. Je nachdem, ob man B gedrückt hält. Ah. Ah, verdammte. Dämliches Teil. So. Ach so, das ist hier gar nicht Marv. Ich versuche die ganze Zeit, diese Beat-Attacke zur Seite von Marv zu machen. So. Hä? Komm schon. Ich wollte schon sagen. Na los. Hab ich nicht getroffen? Naja, die kann man ja auch aufheben, wenn sie sich in den Boden gebohrt haben. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Die Reichweite direkt unter Dings da. Ike ist schon ein bisschen beängstigend. Ich flambier dich! Ich stech dir in den Kopf! Wer sollte das auch aushalten? Und weiter geht's. Ich glaube, ich ignoriere euch. Ups. Das war's für den. Runter! Feldbocken. Ich will wenigstens mein Schwert behalten. Aufpassen. Überall dort, wo es Bocken regnet, sind dann Felsen. Aber sie zerschellen zum Glück auf festen Untergründen. Beziehungsweise Decken, eher gesagt. Ihr baut so einen Canyon. Wo man sogar runterklettern kann. Naja, klettern nicht, eher scrollen. Riesenprimiden. Naja, sollte eigentlich kein Problem sein hier. Moment mal. So, hatte ich das eigentlich vor. Und? Hä? So nach oben. Falsche Analog-Stick-Bewegung. Ach, da ist jetzt nichts. In dem Fall. Wow! Gib mir das Teil da. Danke. Okay, das war gut. Ich will den. Denke ich mal. Was gibt's denn hier noch? Eine Freifahrt? Ach so, ich verstehe schon. Naja, verdammt. Das war bereits die Secret Door. Und da ich jetzt Marv bin, komme ich nicht zu Metanite. Mit Metanite käme ich nämlich noch rüber. Aber ich habe genau kein Leben mehr, um Metanite auszuwählen. Verdammt. Dann lassen wir es doch. Boah, das hilft mir jetzt auch. Und durch. Und das ist die beste Bosskampfmelodie überhaupt. Wenn ich einen Stage-Schutz mache, dann ist das die Melodie, die ich auswähle, weil sie mich einfach nur für den Kampf bereit macht. Es gibt hier zwei Boss im Subraum-Emissär, die diese Melodie haben werden. Und wir werden sie insgesamt sowieso nicht zu knapp hören. Ah. Okay, das war eher ein Schildbrecher. Vorsicht. Autsch, autsch, autsch. So, so, so. Was auch immer los ist, lasst euch nicht von seinen Attacken treffen. Nur ein gut gemeinter Rat. Leichter gesagt als getan, hä? Und vor allen Dingen auch kein Rat, der sich sowieso schon selbst erklärt. So. Okay, der sollte eigentlich ein bisschen mehr Schaden machen.
So, diese Rettungsattacke wird dann im Zweifelsfall vor den Attacken dieses Monsters schützen. Bis auf diese halt, bei der sollte man am besten hinter ihn kommen, sofern man es schafft. Okay, Gallium, das war ein bisschen Selbstschaden. Beyblade-mäßig. Und ich bin in den Canyon gekracht. Einfach mal auf die andere Seite von hier kommen. Wow. Mit Meta-Knight zu kämpfen hat schon seine overpowerten Momente. Das Problem ist, auch bei Bossen kristallisiert sich das heraus. Er braucht nicht so viel Schaden wie Ike eben, um rauszufliegen. Eine Attacke macht schon 70 Schaden hier. Und das ist im Prinzip auch schon alles, was es braucht, um Meta-Knight rauszuschleudern. Aber zum Glück haben wir das Ganze unter Kontrolle gehabt. Und Gallium besiegt. Wir haben Wario gerade gesehen. Das bedeutet, wir machen jetzt noch eine Stage. King Bulbin ist also wirklich der König der Moblins. Nehmen wir erstmal den. Und der zweite Bosskampf gegen Gallium geht los. Halt euch auf dem Sitzenden. Was sag ich da? Keine Ahnung. Lasst euch von den Sitzen reißen. So etwas in der Art wollte ich sagen. Denn hier ist Gallium mit der besten Jobs-Melodie im gesamten Spiel. Gibt später noch einen, der sie hat. Er hat ziemlich andere Attacken in dieser Form. Leichte. Die meisten sind noch dieselben. Aber er hat ein paar neue Tricks gelernt, seit er von oben runtergefallen ist. Komisch, ne? Stärke! Autsch. Stärke! Zieht auch viel ab. Und das war übrigens die gesamte Stage. Und damit ist diese Truppe vereint. Und wir haben die Stage gemeistert. Ich würde mal sagen, das speichern wir jetzt ab und hier könnten wir den Part beenden, wenn wir weit genug sind. Von der Zeit her denke ich schon. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen, kommentieren nicht vergessen. Dragline ist over and out, bis zum nächsten Mal. Tschüss.